Was macht die Situation rund um die Bauchspeicheldrüsenoperation so schwierig, so komplex? Am häufigsten muss man das machen, so eine Operation wegen einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dann muss man in einem Bereich operieren, der eigentlich eine Schaltzentrale ist im Oberbauch. Das hat ganz viele Strukturen rund um den Bauchspeicheldrüsenkopf, die man nicht verletzen darf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Patienten, die in dieser Situation so schon gestresst sind, muss aufklären über so einen komplexen Eingriff, dass das am einfachsten geht, wenn man das gerade mit ihnen oder vor ihnen aufzeichnet und ihnen die drei Schritte von dem Eingriff erklärt. Die erste Phase der Operation, das ist die Explorationsphase. Dort geht es darum, dass man schaut, ob man überhaupt den Tumor von der Bauchspeicheldrüse und der Umgebung entfernen. Das wäre die Bauchspeicheldrüse. Und dann rund um den Kopf der Bauchspeicheldrüse verläuft der Zwölffingerdarm wie ein C. Und dann hier oben schließt sich dann der Magen an. Da kommt dann der Gallengang mit der Gallenblase. Dann geht es dann weiter Richtung Leber. Und der Gallengang, der geht hier, mündet dann über den Pankreaskopf in den Zwölffingerdarm. Und hier hinten dran ist noch Milz. Und dann haben wir hier in der Nähe vom Bauchspeicheldrüsenkopf haben wir hier eine Vene. Und nebendran ist eine ganz wichtige Arterie. Und in diesem Bereich hat es auch nochmal zwei Arterien am Oberrand der Bauchspeicheldrüse. Und wenn man jetzt das so ein bisschen anschaut, erkennt man, warum das so komplex ist, weil die Arterien da vorne, die dürfen wir nicht verletzen. Bauchspeicheldrüsenkopf, Karzinom oder Tumor ist sehr häufig in diesem Bereich lokalisiert. Und den muss man ganz rausnehmen, inklusive der Lymphknoten, die in dieser Zone sind, ohne dass man die anderen Strukturen verletzt. Sobald man erkannt hat, ob man hier wegkommt, von diesen Gefäßen vor allem, wird sich die zweite Phase anschließen. Dort geht es wirklich darum, das zu entfernen. Was empfiehlt man genau? Das ist hier die Gallenblase mit einem Teil des Gallengangs. Dann der ganze Zwölffingerdarm. Wie gesagt, die Arterie und Venen lässt man hier stehen. Der Zwölffingerdarm wird entfernt. Dann der ganze Kopf von der Bauchspeicheldrüse. Und wenn der Tumor nicht zu gross ist, dann lässt man den Magenpförtner vor Ort und entfernt das Ganze. Das heisst, die ganze Zone hier, die wird entfernt. Wie sieht denn da die Situation aus, wenn man mit der Resektionsphase fertig ist? Dann muss man sich vorstellen, dass man ja hier Bauchspeicheldrüse hat, wo man ja hier quer durchgeschnitten hat. Und da ist der Gang. Und dann haben wir hier das Ende vom Zwölffingerdarm. Mit dem Magen, der hier anschließt, das ist der Magenpförtner. Hier oben ist der Gallengang, wo Richtung Leber geht, wo ja dann auch fehlt. Und da ist das andere Ende vom Dünndarm, den man entfernt hat. Und die zentralen Strukturen, die sind entfernt und die werden eingeschickt. Und der Pathologe untersucht dort das ganze Gewebe. Und jetzt hat man hier eine Lücke und jetzt muss man wieder dafür sorgen, dass das Essen über den Magen wieder in den Dünndarm kommt und Verdauungssäfte, das heisst Säfte von der Bauchspeicheldrüse, plus die Galle, die von der Leber produziert wird, wieder in den Dünndarm fließt. Also das ist dann die Situation am Ende der Resektionsphase. Das ist etwa nach 2/3 der Zeit.
Wenn das durch ist, dann schließt sich die sogenannte dritte Phase und letzte Phase an. Da sorgt man dafür, dass eben, wie gesagt, die Kontinuität wiederhergestellt wird. Das ist die Bauchspeicheldrüse. Man nimmt dann den Dünndarm, das Ende, das man hier abgeschnitten hat, und leitet das hier rauf. Und neigt dann das mit der Bauchspeicheldrüse zusammen. Dann geht man mit der gleichen Dünndarmschlinge nach oben zum Gallengang und neigt den Gallengang in die Dünndarmschlinge hinein. Und zieht dann die Darmschlinge wieder hinter dem Dickdarm, der jetzt hier nicht drauf ist, durch. Und jetzt muss man ja noch schauen, dass das Essen aus dem Magenpförtner wieder in den Dünndarm kommt. Und jetzt nimmt man die gleiche Schlinge und zieht sie hier rauf, geht führen an den Magenpförtner und neigt die an. Dann kommt die hier runter und dann folgen hier 4 bis 6 Meter Dünndarm und ab hier ist wieder der normale Verlauf. Wenn Sie das anschauen, haben Sie also hier eine neue Verbindung, die muss genäht werden. Nummer 1, Nummer 2, das ist eine Verbindung mit dem Gallengang zum Dünndarm und das ist die dritte Verbindung zwischen dem restlichen Teil vom 12-Fingerdarm und dem Dünndarm. Wenn man hier noch etwas mehr muss entfernen vom Magen, dann macht man die Verbindung Nummer 3 mit dem Magen. Dafür muss man hier unten nochmal eine Verbindung machen, im Sinne von einem Bypass. Dann geht die ganze Verdauungskraft unten im Dünndarm und das Essen kommt vorbei.